And then Alter Schwede. Also wenn ich heute nicht rede, nicht wundern. Exit right. Ich habe so einen dicken Schädel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich beiß ja auch gern mal einen ab am Wochenende, ne? Da sage ich ja nichts zu. Aber eins kann ich euch versprechen. Nie wieder. Nie wieder mit Sigi und Binford. Nie wieder. Ich weiß nicht, wie viel Aspirin ich schon gefressen habe, aber es scheint nicht wirklich zu helfen. Oh, alter Schwede. Um 6 bin ich morgen losgefahren. Wir haben natürlich in Las Cruces keine Tour bekommen. Mussten jetzt schon weiterfahren. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon fahren darf, aber das ist ein anderes Thema. Eieieiei. Wieso kann ich ja mein Navi nicht verstellen hier? Hallo? Go straight on. Keep right and then turn right. Das ist so kacke jetzt. Turn right. Ja, mir geht das nicht, nicht gut. Aber was soll das hier? Wer saufen kann, kann auch arbeiten, ne? Boah, schlecht ist mir auch. Also wir müssen hier erstmal im Rand, halt ich brauche noch einen Kaffee. Das geht gar nicht. Alter Verwalter. Alter, ich darf noch gar nicht. Ah, sag mal, Bollemann! Ich darf noch gar nicht fahren, dann kannst du sagen, was du willst. Habe ich eigentlich Turn die. Right. Nein, den noch nicht. Oh, wer schreibt denn jetzt? Caution, please mind speed. Auf den Sack heute Morgen. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Bisschen nervig heute, sag ich dir. Turn left. Turn right. Oh, nein, ich habe mich nicht verschaltet. Your rap guidance is now finished. Oh. So, was hatten wir überlaufen? War das hier ja, ne? Ah ja, die ollen Schafe. Die stinkigen Dinger. Die ollen. Also, ich müsste mein Navi erstmal. Einen Moment bitte. Machen wir das zusammen. Nee, machen wir nicht zusammen. Bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ah, guck mal. So schön. So, das soll. Das. Ach, da. Wie jetzt? Ach so, okay.
Könnte was werden, muss aber nicht. Oh, ist aber auch noch sehr früh, also. Sind mal ehrlich. Immer was stehen hier auch die scheiß Container jetzt im Weg. Ich weiß auch nicht, ob das passt. Keine Ahnung. Das wieder, das sieht nicht gut aus. Du Scheiße. Was? Scheiße. Ach du Kacke. Wo ist mein Trailer? Alter, Kinders. Okay. Ja, machen wir das halt ein bisschen einfacher, ne? Ich wollte hier eben so, ich wollte sowieso nur hier kurz einmal rauf auf die Straße. Dann kann ich hier nämlich schön so bleiben stehen da. Immer noch nicht klappen. Shit. Fahr, 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 fahr. So, du bleibst jetzt stehen. Halt an. Ja, du merkst aber nichts mehr. Alter. Also wenn das einer sieht hier, ne? Also, ich will ja nicht sagen, ne? Aber das habe ich ja wohl richtig verrissen hier. So schräg oder was ist das hier? Ja, ist gerade. Oh, Bollemännchen. Oh. So, ich suche mal Hani und Nani. Oh, das ist ganz schnell. Diese Maus. So. Aha. Moin. Mach mal voll die Hütte, bitte. Ass rein, so läuft das. Oh, kein Screenie Weenie. Er ist aber auch ein Tier, ne? Er ist aber auch ein Tier. Oh, ernsthaft jetzt? So, auf geht's. Dann würden wir mal. Ja, time to hit the road. Oh, schlecht. Ist so schlecht. Oh Gott, ist so schlecht.
Was haben wir denn? Was? 9 Tonnen. Leck, Gummi. Oder können wir die Achsen oben lassen? Ist ja lächerlich. Lächerlich. So. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Ach, links rum. Das ist doch nicht dein Ernst, Mäuschen. Wie soll... Oh, Hase, ich komme hier doch nicht. Oh, das kann ja was werden. Das... Ich sehe schon kommen. Ja, komm. Ihr müsst mich nicht durchlassen. Alles gut. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier vorne, oder? Oh. Oh, danke. Oh, wieso komme ich hier denn nicht rum? Oder? Na? Na? Ja, sorry. Sorry, Jungs, aber... Was soll ich machen? Ja, fahr noch weiter vor, du dumme Sau! Meine Fresse. Oh, Alter, was ist denn hier heute los? So, ich bin ja mal gespannt, ob wir die Folge jetzt endlich mal weiterkriegen. Irgendwie. Ja. Werde ich ein wenig belästigt heute Morgen. Jawohl, Mäuselchen, jawohl, Mäuselchen. So. Dann wollen wir mal anfangen zu erzählen. Also, wenn ich das noch zusammenkriege. Der bin vor... Was ist denn da los? Ja, Mark, aber... Binford und ich... haben es jetzt... unter Dach und Fach gebracht. Also es wird so kommen. Ich muss hin links, rechts, geradeaus. Ich glaube, du musst mal hier. Es wird so kommen, dass es... Bald, ich kann jetzt nicht straighten, Mäuschen. Geht jetzt nicht. Es wird bald die Firma geben, B&B. Binford Bollemann Trailer Rental. Also... Wir haben uns ja zusammengesetzt. Er hat zwei... Nee, ein. Ich glaube, er holt ein. Ich bin mir da jetzt. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Jetzt seid mir nicht böse. Ich bin auch noch gar nicht da. Jedenfalls muss ich jetzt dringendst nach Medford mit Horst die. Oh, Alter, erscheinen kann ich auch nicht mehr. Ich sehe schon das Kommentar von Herrn Binford. Ja, die Feinheiten klären. Alter, 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 ganz... Hallo? Sprich, sag schnell. Oh, ich bin auch Horstmeier, ne? Na! Ach so, hier, genau. Oh, Alter. Firmen, Logo, Lackierung. Dann mal gucken, dass wir uns irgendwie mal zusammensetzen. Das muss ja auch alles online, wollen wir das machen. Und Werbung, logischerweise. Ja, jetzt bin ich unterwegs zu Horst. Horst ist schon ganz aufgeregt. Der freut sich.
So sieht der Plan aus. Und dann vermieten wir unsere Trailer. Die, die wir gerade natürlich nicht nutzen. Bei mir wäre es jetzt ein Livestock und ein Tanker. Der Binford hat einen schönen Koffer. Und er wollte, glaube ich, noch, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Das kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr zusammen. Oh. Oh, und dann so eine Schnarchnase vor mir. Das muss jetzt natürlich auch sein, jawohl. Alter, euer Ernst jetzt. Hier ist 65. Ich könnte hier so schön Schnur machen. Ah. Das ist doch nicht normal. Jetzt mal ohne Scheiß. Sag mal, war da gerade grün und ist jetzt wieder rot? Ist doch nicht wahr jetzt. Alter! Meine Fresse nochmal! Unglaublich! Unglaublich. Oh, da ist schon wieder 9:30. Oh. Okay, das macht jetzt. Also 2 Minuten noch, dann fahre ich. Da ist nix, da vorne ist nix. Mann! Guck mal. Sehr schön. Caution, please mind the speed. Oh, geht das wieder los? Geht das wieder los? Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Der Chris übrigens auch. Und das bringt auch ordentlich Geld in die Kasse.
Wir haben uns da preisetechnisch mal ein bisschen informiert, was man so nehmen kann. Also ist es noch nichts fest, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen. Aber das, was wir so gesehen haben, das hört sich sehr gut an. Geht dann hier auch die 68 oder bist du jetzt schon wieder im Quark gleich? Oh, gut an. Also das hört sich gut an. Oh, da vorne sind sie schon wieder, die Schleicher. Oh Gott. Caution, please mind the speed. Ja, es geht doch gleich wieder runter, bergauf meine ich, Mensch. Oh, 70, gut an. Also gut schnell. Oh! Moin. Ja, an dem Wochenende die Kreditkarten laufen natürlich weiter. Wir waren ja mit 50 Dollar im Plus, jetzt sind wir mit 622 im Minus. Ja, moin. Hervorragend. So, Günther, habe ich das überhaupt schon erzählt? Ja, habe ich noch mal erzählt. Ein Kumpel von Horst. ein reicher Kumpel von Horst. Caution, please mind the speed. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ein reicher Kumpel von Horst. Der hat Bock, also der will rüberkommen, sagt er, und der hat Bock auf Laster fahren. Ist ja nicht weiter schlimm. Und ja, da sind sie schon wieder, die Cops. Ja, schön am Donut fressen! Der würde gern. Na, jetzt geht's wieder los. Ich kann es nicht aussprechen. Also erstmal ein modernes Auto, was ja auch okay ist. Aber es soll ein Kenworth sein. Da wollte ich dann auch eigentlich gar nicht mehr auf die Sache eingehen. Da ich dann schon wieder leichte Beklemmung bekommen habe. Wenn ich diesen Namen schon aussprechen muss. Mir ist eh schlecht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Naja, egal. Jedenfalls rief ich dann Tom an und... oder was heißt an? Ich rief ihn an. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Weil Anruf ist aber in Diesel immer schwierig. Und habe ihn dann gefragt, ob er was wüsste. Und er wollte sich dann bei mir melden. Also er fand es auch erstmal lustig. Er hat sich natürlich gefreut, dass er ein Canvas war. Ein bisschen aufgezogen, der Diesel, aber naja, jedem das seine. Wie gesagt, ich kann nichts verstehen. Er will ein modernes, fahrtüchtiges Auto haben und will dann ein Kenworth. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Aber gut. Ist wie es ist. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Da bin ich echt gespannt. Der Günther. Günther aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, welche Ecke er wohnt. Ich meine Hamburg. Das ist meine Ecke. Ja, ich glaube ja. Der Juni. Oh. Caution, please mind speed. Ich bin doch schon runtergegangen, Hase. Ist alles gut. Caution, please mind speed. Nein, hier darf ich wieder Hase. 50. Und wieso geht meine Motorbremse nicht mehr, Alter? Hier ist aber so eben, was ist hier? Ja, siehst du? Siehst du? Und du musst raus, ne? Alter! Bist du nicht ganz... Was fliegt er denn so tief? Bist du nicht ganz sauber? Oh, warum ziehen sie dich denn nicht raus? Caution, please mind the speed. Alter, was hat er für ein Problem? Meine Fresse. Junge, ich höre dich. So, Atze. Man nennt ihn auch Schmidtchen Schleicher. Caution, please mind speed.
Ja, wenn ich vorbei bin, Hase. So, Mäuschen, jetzt. Caution, please mind the speed. Ja. War schon dabei. Nimm mir bitte Ruhe, Hase. Erstmal abwarten. Ja, guck an, Mensch, du. Tausender Minus, so muss das sein. Alter Verwalter. Nicht gut, nicht gut. Was hat er hier für einen Auftrag? Caution, please mind the speed limit. Show low. Show low. Go straight on. Dreht morgen. Ach, ich wollte was essen. Ich wollte Kaffee. Oh. Verdammte Axt. Aua! Nein! Ja, genau, damit ich geblitzt werde oder was? Du merkst doch wohl nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Stimmt mit dir schon wieder nicht. Go straight on. Ja. So. Caution. Nein, Maul halten. Please mind the speed. Hirsche. Alter, warum fahren die hier so langsam? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. 65, Jungs. 65 kannst du hier. Oh, Mann, ey. Ja, schaffen wir es. Werden wir sonst sowieso nicht. Davon mal abgesehen. Aber ich würde trotzdem schon ganz gerne ein bisschen zügig mal vorankommen hier. Das wäre ein Träumchen. Gleich, Mäuschen, gleich, wir haben noch keine Zeit. Caution, please mind the speed. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Fahr die Matter schon. Das ist ein
Peterbilt-Mäuschen. Da kannst du das machen. Funk schon. Läuft. Ist aber auch, es ist. Ich liebe diesen Laster, ohne Scheiß, ich liebe ihn. Da kommt kein KW, da kommt. Hat 45, was ist denn jetzt hier? Oh, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Ach Gott, die Schafe. Ich habe nur die Schafe. Du Scheißendreck. Das habe ich ja ganz vergessen. Schon gekotzt sein. Oh, das sieht aber schön aus hier. Oh, sieht das schön aus. Da müssen wir doch einmal. Das nützt nichts. Da könnt ihr so viel hupen, wie ihr wollt, jetzt hinter mir. Aber da muss ich einmal raus. Dahinter ist natürlich jetzt scheiße, aber wieso machen wir das? Das schaut gut aus. Das ist schön. Das Camera ist drauf, ja, ist auch noch drauf. So. Sehr schön. Da, da, da. Ja, dieses Drehmoment ist, oh, ist ein Träumchen, ist das. Oh, sieht echt gut aus hier. Sieht echt gut aus. Da dann los. Caution, please mind speed. Schöne Ecke. Oh, Sandsturm. Caution, please mind the speed. Es geht doch gleich wieder runter, Grete. Bleib doch mal entspannt. Oh. Alter. Caution, please mind the speed. Caution, please mind the speed. Grete. Oh, Alter. So. Das, ich hoffe, das war das letzte. Oder besser der letzte Anruf. Das ist ja nicht normal heute. Und das auf Sonntag. Also, real life Sonntag. Du kommst zu nix hier. So, wollen wir erstmal wieder ein bisschen Schnur machen. Immer noch 35 Mäuschen. Oh. Na gut. Wenn das so ist, ist das so, ne? Haue, 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 ha! Oh, ist er gut hochmarschiert. Das Tier. So, vor allem müssen wir gleich auch eine Pause mal reinhauen. Bis 16 Uhr, 2 Stunden können wir noch. Zwei Stündchen können wir noch.
Was denn? Oh, endlich. Endlich. Caution. Please mind. Halt dein Maul, ist 45 hier. Sache wieder näher. Keep right and then turn right. Turn right. Wir turnen right, muss ich. Oha! Schnur! Schnur! Hä? Schmidtchen-Schleicher, 100%ig. Caution, please mind the speed. Geht doch, ist alles gut, Mäuschen. Alles wird gut. Alles, ja. Caution, please mind the speed. So, nächste Raste, doch die Scheiße. Ach du Kacke. Müssen wir auch mal gucken. Da müssen wir doch einmal gucken. Ach, guck mal hier, guck mal hier. Da werden wir schön Hayabubu machen. Wenn das geht, heißt das. Oder hier. Ja, wir werden hier rausfahren. Genau. Da fahren wir raus. Drive safe. Drive safe. Natürlich. Immer. Assi. Immer. Kleine Mistmette. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, oder?
Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Super. Nee, dann müssen wir hier raus. Phoenix! Exit right. Turn right. Hier sonst ein Hotelchen, irgendwie ein Hotelzimmerchen. Weil das wird jetzt zu weit. Dann müssen wir doch hier, wie ich sagte. Oh, hier wäre was. Da drehen wir um, wir fahren hier hin. Das sieht mir doch. Das sieht mir doch ganz danach aus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Time to hit the ground. Das sieht doch fast so aus. Turn left. Oh je, oh je. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst hier, oder was? Meine Fresse nochmal. Alter! Wenn ich jetzt wehe. Junge, 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 manche Fahrer, so Stuppenkutscher, das ist ja wohl unglaublich. So, wo soll's denn sein? Aber ich will hier Hayabubu. Na, da stehen doch schon die Züge. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Ja, gleich, Mäuschen. Du bleibst jetzt stehen. Also wie er steht, dafür sind wir zu lang. Bleib so stehen. Scheißegal. Da krieg ich nix. Dann will ich nochmal Wasser und Fressen für die Viecher holen und dann ist hier Feierabend, würde ich sagen, für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer dann nüchterner Jan Bollemann. Reingehauen. Ciao, ciao.